Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst dieser Woche der Einheit der Christen. Es freut mich, dass wir diesen Gottesdienst jedes Jahr in der Kirchgemeinde, wie wir heute vertreten durch Andreas Hess und Kirchgemeinde Murten, vertreten heute durch Katrin Reis. Vielen Dank. Die Liturgie wird in diesem Jahr von der Gemeinde aus Bronschow in Neuenburg vorgeschlagen. Wir haben uns entschieden, diesen Liturgievorschlag fast 1:1 zu übernehmen, die Idee, die Spiritualität kennenzulernen. Die Liturgie besteht aus drei Vigilien, die von uns drei unterschiedlichen geleitet werden. Die Gebetswoche der Einheit der Christen steht in diesem Jahr unter dem Motto: Bleibt in meiner Liebe, ihr werdet reiche Frucht tragen. Auf dem Liedblatt, den ich vorne in meinem Bild, Katrin Reis wird uns dazu ein paar Worte sagen. Ja, als ich das Liedblatt vorbereitet habe und so auf diese drei Vigilien, die Themen geschaut habe, die uns durch den ganzen Gottesdienst begleiten, bin ich auf dieses Bild gestoßen, das ein Altarbild ist. Es ist von Hilmar af Klint Anfang des 20. Jahrhunderts gemalt worden. Und ich finde, es passt zu diesem Thema: Ich und Gott, ich und die Welt. Wie geht das alles zusammen, dass wir heute betend, meditierend, hörend, vertiefen. Vielleicht werfen Sie hier und da während einem Gebet oder einer Meditation einen Blick auch auf das Bild. Gott will, so lehrt uns Jesus Christus, dass wir zu ihm umkehren und in ihm bleiben. Er wartet geduldig darauf, dass wir in Liebe vereint werden, dadurch Frucht bringen, die Leben für alle bringen. Deshalb rufen wir: In Frieden lasst uns zum Herrn beten. Herr, du bist der Winzer, der liebevoll für uns sorgt. Du rufst uns auf, die Schönheit jedes Zweiges am Weinstock zu sehen, die Schönheit jedes einzelnen Person. Und doch haben wir Angst vor denen, die anders sind als wir. Wir ziehen uns in uns selbst zurück. Wir sind kleinmütig. Unter uns entsteht Feindschaft. Komm und wende unsere Herzen wieder zu dir. Lass uns aus deiner Vergebung leben, damit wir gemeinsam deinen Namen preisen.
In unserer Gemeinde.
in ökumenischen Treffen, in unserem Städtchen, ja, überall da, wo wir einander begegnen. Denn unser ganzes Glück bist du allein, o Gott. Du bist der Weinbauer, wir sind die Reben. Segne uns mit deiner Zuwendung und deiner Klarheit, auf dass wir sie nach Hause und an den Arbeitsplatz tragen. Lass uns Brücken bauen und Wege finden, um Spannungen zu überwinden. Denn unser ganzes Glück bist du allein. Thank you.
Ich hatte zu Paulus, ich zu Apollos. Ich
kennst auch unsere Sorgen, Anliegen, Bitten, die wir in Stille an dich richten. Nimm all diese auf, dann bitten wir dich durch Christus, unseren Bruder und Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Der Herr ruft uns zur Einheit auf in seiner Botschaft des Friedens. Lädt er uns ein, den Frieden weiterzugeben. Öffnen wir uns diesen Frieden, indem wir beten: Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach dem Willen Einheit und Frieden, den du lebst und herrschst in Ewigkeit. Geben wir einander ein Zeichen dieses Friedens durch ein Lesung des Psalm 96. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn, alle Länder der Erde. Singt dem Herrn und preist seinen Namen. Verkündet sein Heil von Tag zu Tag. Erzählt bei den Völkern von seiner Herrlichkeit, bei allen Nationen von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und hoch zu preisen. Alle Götter der Heiden sind nichtig. Der Herr aber hat den Himmel geschaffen, Hoheit und Pracht,
was auf ihr wächst. Jubeln sollen alle Bäume des Ortes vor dem Herrn, wenn er kommt, um die Erde zu richten. Er richtet den Erdkreis gerecht und die Nationen nach seiner Treue. Ist eine solche Vision. Und
sondern es gilt, sich wieder umzudrehen und auf den Weg zu machen. Ganz so, wie die Hirten es in der heiligen Nacht getan haben. Herbei, meine Gläubigen, haben wir gehört. Und das haben sie gemacht. Sie sind zur Krippe, zum Licht der Welt gekommen. Sie hatten eine Erscheinung gesehen, eine Vision gehabt, sind hingegangen und haben gesehen und gehört, was Sache ist. Und dieses Licht haben sie in sich aufgenommen. Und dann sind sie nicht stehen geblieben, sondern sie haben sich wieder umgedreht und sind aufgebrochen. Hin zu den Leuten, zurück in den Alltag, um weiter zu erzählen, was sie da gesehen und gehört hatten. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch eine große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Und so erfolgt eine große Wende des Blicks auf ihr Leben und die Welt. Ihr Blick hat sich umgewendet. Sie haben Stall und Krippe, das Kind im Rücken behalten und sich aufgemacht. Dabei mit großen Augen gestanden und geschaut auf das, was es anzupacken gilt, um den Frieden Gottes weiter auszubreiten. So in der Gottesdienstgemeinde ist es auch hier. Den Thron und das Lamm im Rücken und im Herzen sollen die Leute sich neu aufmachen und auf die Beine helfen, dem Frieden und der Gerechtigkeit. Der himmlische Gesang bleibt nicht im Himmel. Alle Geschöpfe im Himmel und auf Erden, unter der Erde und auf den Meeren und alles, was drinnen ist, stimmt ein. Lob und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre und Macht und Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten, zu meinen Gebetsgedanken lade ich Sie ein, mit mir zusammen jeweils zu antworten. Gott des Friedens, Gott der Liebe, wir hoffen auf dich. Gott des Lebens, du hast jeden Menschen nach deinem Bild geschaffen. Wir preisen dich für das Geschenk unserer vielfältigen Kulturen, Ausdrucksformen des Glaubens, Traditionen und Völker. Schenke uns den Mut zum Widerstand gegen Ungerechtigkeit und Hass. Lass uns aufstehen, wenn Menschen gegen ihre Rasse oder Religion, wegen ihres Geschlechts oder aus Angst vor den Fremden ausgegrenzt werden. Gott des Friedens, Gott der Liebe, wir hoffen auf dich. Barmherziger Gott, durch Christus sind wir eins in dir. Lehre uns dieses Geschenk in der Welt so zu gebrauchen, dass Gläubige aus allen Religionen
Kollekte geht dieses Jahr an das Projekt in Syrien. Zwar geht es dort vor allem an behinderte Kinder und Jugendliche. Sie sind kriegsbeschädigte Kinder. Es gibt dort ein Haus des Friedens, wo sich vor allem ursprünglich aus dem Jesuitenorden Menschen sich um diese annehmen und ihnen Schulbildung, aber auch Logopädie, psychomotorische, psychische Betreuung geben. Die Kollekten können sich den Ziel mit ihm nach hinten gehen auf den letzten Bank, jeweils links und rechts. Vielen herzlichen Dank für Ihre Spende. Zum Segen bitte ich Sie aufzustehen. Der liebende Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, segne und begleite euch, schenke euch Kraft für fordernde Zeiten, erleuchte euch den guten Weg in dunklen Momenten und erführe euch sicher ans Ziel. Amen. Lasst uns hinausgehen in Frieden, den Frieden zu anderen Menschen tragen. Amen. Amen.